So, wunderschönen guten Morgen. Wir melden uns zurück vom Wasser. Ich hatte ja schon angedroht auf Facebook und auf unserem YouTube-Channel Fishing Team Emsland, dass wir uns in letzter Zeit mit neuen Methoden beschäftigt haben. Unter anderem haben wir festgestellt, dass unser Fledgerboom an manchen Gewässern die Hechte doch wohl etwas misstrauisch macht. Und wir haben dann überlegt, was kann man machen, um dann doch noch einige Hechte, die wir schon mehrmals am Haken hatten, wieder zu fangen. Und ihr wisst, dass wir an Kanten fischen, das heißt steil abfallenden Kanten am Fuß der Kante, weil die großen Hechte da auch gezielt ihre natürliche Nahrung finden, das heißt tote Fische, Aas, was auch immer, dort im Wasser stirbt und versinkt. Und der Wind und die Strömung in jedem Gewässer tut den Rest, das heißt die Stellen, wo ständig Aas angetrieben wird, werden auch gezielt abgesucht. Und das sind meistens steil abfallende Kanten. Und wir präsentieren unsere Fische immer an diesen Kanten und haben das bislang immer mit dem Fledgerboom gemacht, mit zusätzlichem Blei. Ich habe dann aber Experimente gemacht, auch mal komplett ohne Fledger zu angeln, das heißt mit sogenannter freier Leine. Und dazu brauche ich eigentlich nur einige Utensilien. Und ich zeige euch ganz einfach mal, wie ich das montiere. Und guckt einfach mal zu. Wir haben hier zwei verschiedene Größen Silikonschlauch, also unsere Cover. Die Besonderheit an diesen Covern, die passen ineinander. Ganz wichtig für mich, weil ich, wenn ich den Köder auswerfe oder mit dem Futterboot rausbringe, dann darf sich da nichts verheddern. Übrigens, so eine Sardine, man glaubt gar nicht ohne Blei, wie weit man die werfen kann, weil die XXL-Sardinen, die wir im Moment fischen, die wiegen ja gut 80, 90 Gramm. Und das ist schon ein gutes Gewicht, um auch mit einer 2,5 oder 2,3 Viertel Pfund Rute ordentliche Wurfweiten zu erzielen. So, wir haben diese beiden Teile, wie gesagt, dann ein Quick Chain Swivel. Das Besondere an diesem Wirbel ist, was ich auch sehr schön finde, und zwar ist, wenn der Fisch im Kescher liegt, kann man ihn sehr schnell vom Vorfach befreien. Das heißt, man braucht nicht immer die ganze Rute mitschlören zur Abhackmatte. Wie man das montiert, zeige ich euch mal kurz. Ich nehme hier meine Hauptschnur. Fädel dann das größere Cover auf, die Hauptschnur. Montiere jetzt hier meinen Schnellwechselwirbel. Einmal. Und dann haben wir ja unser 80 mm hechtsicheres Hartmono, wo das kleine Cover aufgezogen ist. Und jetzt können wir wunderbar das Vorfach mit der Hauptschnur verbinden, indem wir einfach, ohne den Wirbel zu öffnen, ihn einschlaufen. Das heißt, eine Drehung, plapp, und das Ganze ist verbunden. So, jetzt verdecke ich den einen Wirbel und den anderen Wirbel. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses große Cover hier verwenden. Und jetzt kann man sehr schön sehen, die beiden passen wunderbar ineinander. Auch beim Absinken in verkrauteten Gewässern, hier kann sich nichts verheddern, das ist wunderbar gecovert. Und wenn die Sache auf Spannung kommt, ich habe das jetzt hier etwas
übertrieben reingesteckt. Wir haben ja hier noch einen gewissen Spielraum durch den Wirbel. Wenn wir das jetzt hier überführen, so, und die Spannung aufkommt beim Drill, kann sich das hier noch wunderbar frei bewegen. Also kurz aufgesteckt. Hier montieren wir dann unseren Stint in Triple X oder halt unsere Double X Sardinen. Und entweder werfen wir das Ganze an den Fuß der Kante, was wir natürlich vorher ausloten, oder wir bringen das Ganze mit dem Futterboot raus. So, das war's dann wieder von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Ansehen des Films und alles Gute. Wir sehen uns. Bis nächstes Mal. Danke.